Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franziska und ich freue mich, dich hier begrüßen zu können. Ich habe heute die Kartenlegung für das kommende halbe Jahr für dich, wenn du den Wassermann im Sonne, Mond, Aszendent oder in der Venus hast. Die Karten habe ich der Einfachheit halber schon ausgelegt, damit wir dann auch gleich starten können. Bedenke bitte, dass Zeit fließend ist und alle Karten, die ich hier verwende, findest du unten in der Infobox. Schau einfach rein, da findest du auch noch mehr Informationen, zum Beispiel, wenn du eine persönliche Kartenlegung haben möchtest. Die männliche Hauptpersonenkarte stellt euer Gegenüber dar. Die weibliche Hauptpersonenkarte, für alle die dies Lenormand kennen, liegt nicht mit im Kartenbild, was resultierend daraus kommt, dass hier mehr Karten wie 36 in diesem Kartendeck sind von der Angelina Schulze. Ich erkläre auch gleich noch mehr dazu. Das hier ist dein Gegenüber und die männliche Hauptpersonenkarte hat noch eine zweite Bedeutung, nämlich die Aktivität, das Handeln. Und ich denke, wir starten auch gleich jetzt mit den Legungen. Wie gesagt, alles, was ihr sonst wissen wollt, findet ihr in der Infobox. Die Karten sind dort aufgeführt und wir starten jetzt. Die Unterseite der übrig gebliebenen Karten bzw. die ganzen übrig gebliebenen Karten deute ich euch auch mit, denn die sind ebenso wichtig und haben eine eigene Aussagekraft nochmal. Hier liegt der Mond. Der Mond steht im Lenormand für Gefühle, Intuition, für Erfolg und manchmal auch für etwas Geschäftliches. Da ist der Fuchs und der Fuchs ist der dritte Fuchs in diesem Kartendeck. Es sind noch zwei solche, einer der in die Richtung geht und einer in die andere Richtung. Da ist der andere, genau. Der Fuchs steht bei mir für vor allem für den richtigen Riecher. Das stehen alle Füchse, aber bei mir ist das auch so dieser vor allem Zeitfaktor Fuchs. Also Gefühle, Intuition, was mit dem Thema Zeit zu tun hat. Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit für Entscheidungen oder es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, intuitive Entscheidungen zu treffen und sich da auch auf sich selbst verlassen, um hier Entscheidungen zu wählen oder Alternativen zu finden, die mit einem Haus, einer Wohnung, einer Familie oder der festen Basis zu tun hat. Und hier sind noch ein paar Geheimnisse. Das können jetzt Dokumente sein, das kann etwas sein, was es noch gilt zu lernen. Und es kann Wissen sein und es kann, wie gesagt, etwas sein, was noch im Verborgenen ist, was ihr eben noch nicht wisst. Und dieses Wissen kommt aber rein, denn die Mäuse knabbern daran. Und ebenso geht eine Stagnation, etwas, was beendet wurde, geht weg. Und die Mäuse stehen im Übrigen auch für Kummer und Sorgen, genauso wie der Sarg auch ein Stück weit für Traurigkeit steht. Und die zwei Karten heben sich auf. Das heißt, alles, was traurig war, was Kummer und Sorgen gemacht hat, in der Familie oder Thema Haus, Thema Wohnung, da kommt jetzt eine Klärung rein und die Dinge werden im kommenden halben Jahr definitiv gelöst. Hier kommt mit dem Herz etwas, was euch am Herzen liegt, die Liebe. Mit der Liebe kann die Liebe zu Kindern gemeint sein, kann ein Projekt gemeint sein, was euch am Herzen liegt. Oder ihr seid sehr hilfsbereit. Hier ist der Konflikt angezeigt, beziehungsweise Gespräche. Und
Es kann mit der Rute, die Rute steht bei mir auch für die erste Tochter, kann es ein paar Unklarheiten geben bezüglich einer Liebe oder etwas, was euch oder der Tochter hier am Herzen liegt. Und da kommen Nachrichten rein. Und ihr seid jetzt hier drinnen und schaut auf diese Nachrichten, auf diese unklaren Nachrichten, zum Beispiel bezüglich einer Tochter. Oder eben was mit einem Konflikt zu tun hat. Und das Ganze liegt euch sehr am Herzen. Und hier kommt jetzt das Thema der Hand. Die Hand spricht davon, etwas festzuhalten oder loszulassen. In jedem Fall es sich aber genau anzuschauen. Die Hand steht für Verantwortung übernehmen. Oder wie gesagt, auch mal loslassen. Das werdet ihr am besten wissen. Was mit einem Haus, einer Wohnung, einer Familie oder eben mit einer festen Basis zu tun hat. Das Haus steht bei mir im Übrigen auch für unser Innerstes. Also die Basis in uns drinnen. Das waren jetzt mal so ganz grob die Überschrift. Ich lege die Karten hier mal so an der Seite mit dazu. So. Die Seelenblickkarten nehme ich immer zum Schluss. Ihr kennt das bestimmt schon, zumindest die meisten von euch. Die Karten hier habe ich auch nach einer Überschrift gefragt. Und die Karten, das ist so eher der Rat der ganzen Sache. Ich habe gefragt, worum es im Groben geht. Ich sehe schon, worum es hier geht. Da brauche ich gar nicht lang drauf schauen. Aber wie ich frage trotzdem und gebe noch mit dem Tarot einen genaueren Einblick. Hier kommt die Sechs der Schwerter. Ich lege euch die Karten jetzt mal nebeneinander hin. Das ist der Stern. Die Hohepriesterin und die ist auf dem Kopf, wenn ihr seht, also normalerweise gehört es so rum und die kam auf den Kopf raus. Und hier kommt die Fünf der Stäbe und das Ass der Kelche und die Zehn der Stäbe. Die Kombination, so wie sie da liegt, fühlt sich an für mich. Und das ist vor allem die hohe Priesterin, die auf dem Kopf steht, dass ihr eurer Intuition nicht vertraut. Und hier habe ich auch, also die Fünf der Stäbe, das sind schon ganz schöne Machtkämpfe, das sind schon handfeste Auseinandersetzungen, die können jetzt tatsächlich bei euch im Außen stattgefunden haben. Kann aber auch in eurem Inneren sein, weil ihr zum Beispiel eurer Intuition nicht vertraut. Das ist auch hier so mit dem Mond ja auch die Karte, die als erstes unten dran liegt. Die Sechs der Stäbe sagt mir, es geht jetzt darum, im kommenden halben Jahr eine Veränderung einzuleiten. Das ist immer so, die Karte auf zu neuen Ufern. Ihr seht hier in diesem Kartendeck, das ist dem Welt angeglichen, beziehungsweise nach dem Welt gemacht, die zwei Personen, die hier so zusammengekauert sitzen. Die haben noch ein bisschen Angst, die wissen noch nicht, wo es hingeht. Aber definitiv geht es von unruhigen Gewässern in ruhigere Gewässer. Und die haben auch die Hilfe und Unterstützung hier von dem Fährmann. Sind aber, ich nehme hier sehr wahr, so auch in sich zusammengekauert, in ihrer Angst verhaftet. Der Stern ist im Übrigen die Wassermannkarte. Und der Stern nebendran, der Stern ist für mich eine ganz, ganz, ganz tolle Karte im Tarot. Und der ist, die Person ist hier nackt, die ist komplett schutzlos und schöpft hier mit diesen zwei Kelchen
Das Wasser. Das Wasser steht auch immer für die Gefühle. Eins schüttet sich hier wieder ins Wasser rein, eins geht hier nebenan. Das ist auch so dieses Thema. Zum einen vielleicht verausgabt ihr euch auf der Gefühlsebene in eine Richtung, die euch nicht gut tut. Die fünfte Stäbe ist, wie gesagt, eine Karte, die schon sehr viel Kampf beinhaltet. Da wird zwar niemand verletzt mit den Stäben, aber es ist schon keine sehr schöne Energie. Da geht es um etwas durchsetzen wollen auch, aber entgegen eurer Intuition. Und was ich hier raus spüre aus diesen Karten, ist ganz viel Angst. Ganz viel Angst. Und das Ass der Kelche hier, ich lese die so vor allem, sagt mir, dass diese Thematik, die hier neu gemacht werden soll, oder die, auf was ihr euch gerade zubewegt, auf das Neue, ist eine Chance, ist eine wirklich liebevolle Chance, ist etwas, wo Glück und Erfüllung reinkommen soll, indem hier etwas endet. Ja, und es sind zwar Schwertkarten hier, und wenn ihr seht, hier haben wir die 6 der Schwerter und hier die 10. Die 10 ist immer der Abschluss. Und dann kommt wieder was Neues. Also es muss hier was abgeschlossen werden, damit hier eine Chance, es ist eine Chance auf einen Abschluss, was euch diese Reise bringt, definitiv. Und auch hier das Thema auf die Intuition hören, sich treiben zu lassen, fließen zu lassen, mit der Situation mitgehen, weil das sagt mir hier so das Gute, das wirklich Wertvolle an dieser Situation, werdet ihr wohl erst im Nachhinein erkennen. Deswegen auch die 10 der Schwerter hier an der letzten Position. Ich lege die hier so an die Seite. Oh, so richtig gut sieht man es nicht. Nee, leider nicht. Aber gut, sie liegen da. Und ihr habt sie ja gesehen. So, meine Lieben, jetzt starten wir. Das heißt, ich probiere noch etwas aus. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Ah, es wird auch nicht besser, glaube ich. Aber vielleicht doch ein bisschen. Ja, doch. Ein bisschen, denke ich. Ja. Das holen wir noch ein bisschen rein. Doch, definitiv. Besser als da drüben. Und natürlich darf die Unterseite nicht fehlen. Hier ist das Gericht. Das Gericht ist immer etwas, da kommt ein Weckruf rein. Da wird etwas geführt, auf jeden Fall. Und das ist immer eine Karte, die auch etwas aufrütteln will. Und eben als große Arkana auch sagt, da ist etwas geführt. Und dann kommt gleich noch eine große Arkana. Und hier im Übrigen liegen ja auch zwei große Arkana drinnen. Genau wie ich gesagt habe, da kommt eine Situation bei den vier der Kelchen. Das ist dieser eine Kelch, schaut mal, der hier schon liegt. Und den es gilt zu erkennen, welche Chance sich hier für euch darstellen wird im kommenden halben Jahr. Und eventuell ist da auch ein Anruf in dem kommenden halben Jahr damit verbunden, denn die Gerichtskarte hat häufig was mit einem Anruf zu tun. Das kann ein Anruf sein, das kann auch ein Aufruf sein. Und was es auch ist, es ist eine Chance für euch. Die vier der Kelche gilt so ein bisschen als Schmollkarte.
Ihr seht hier, der weiß nicht, was er machen soll. Der kennt vielleicht auch diesen Kelch nicht. Und die Karte hier mit dem Hierophanten, mit dem Hohepriester, im Übrigen eine Schutzkarte, genauso wie die zwei. Ihr habt hier drei Schutzkarten auch noch drinnen, meine lieben Wassermänner, ja. Das sind die erste, die zweite Schutzkarte und die dritte, die höchste Schutzkarte. Was mir sagt, dass das kommende halbe Jahr tatsächlich geführt und beschützt ist. Im Übrigen sagt es auch die Karte hier, dass ihr hier geleitet werdet. Etwas, was euch ganz lange hier belastet hat, wird hier abgeschlossen, ja. Wenn ihr bereit seid, in die Puschen zu kommen, euch auf den Weg zu machen. Na, ich schiebe mal hier die so ein bisschen mit rein. So ist gut, jawohl. So, meine lieben Wassermänner, wir starten jetzt. Und zwar, da die weibliche Hauptpersonenkarte ja nicht im Bild liegt, fange ich jetzt mit der ersten Karte an. Da geht es um Nachrichten aus der Öffentlichkeit. Nachrichten aus der Öffentlichkeit, es kann um öffentliche Veranstaltungen gehen, die hier reinkommen als Nachricht oder ihr gebt Nachrichten raus diesbezüglich, auch das ist möglich. Und hier nebendran liegt die Lilie, das heißt, hier geht es um die Harmonie, um den Frieden, um eine Familie und eventuell um ein Kind. Das kann jetzt sein, dass aus der Öffentlichkeit die Nachricht kommt, dass es Zuwachs gibt, vielleicht aus der entfernten Familie. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass hier ein Neubeginn stattfindet. Im Haus des Schiffs kann es mit einer Reise zu tun haben, kann aber auch ein Handel sein, der hier ausschlaggebend ist. Die zwei Karten können auch, die liegen hier nebeneinander. Es kann auch sein, dass in der Familie Zuwachs kommt, ein Kind. Und das Ganze kann sein, dass eine gewisse Entfernung da auch eine Rolle spielt, weil eben, wie gesagt, die Karte hier im Haus des Schiffs liegt. Eventuell ist das Kind ein bisschen weiter weg oder der Neuanfang braucht ein bisschen Geduld. Auch das kann möglich sein, wenn es bei euch um das Thema Neuanfang geht. Gegenüber die Karte mit dem Berg sagt mir, dass noch gewisse Herausforderungen da sind. Gewisse Herausforderungen mit dem Wachstum, gewisse Herausforderungen, das kann jetzt einfach auch das Thema Zeitfaktor sein, weil bis etwas Neues auf die Welt kommt, dauert nun mal bei einem Kind halt nun mal 9 Monate. Und wenn es ein Plan ist, weil den haben wir hier auch liegen, in Verbindung mit der Schwangerschaft zum Beispiel. Also es kann sein, dass hier eine überraschende Schwangerschaft reinkommt, weil die Blumen für die Überraschung stehen. Es ist die Freude, die hier ins Haus kommt, durch diesen Prozess, dass etwas auf die Welt kommt. Oder eben, wenn es um einen Plan, um einen Neubeginn geht, dann ist es natürlich normal, dass hier einfach etwas, was wächst, auch eine gewisse Zeit braucht. Denn der Berg ist einfach auch eine Karte. Natürlich kann es da um Blockaden gehen. Es kann hier aber auch um einen Weg gehen, der einfach ein bisschen dauert, bis man den hier umrundet hat, beziehungsweise oder überklettert, je nachdem, wie ihr das wollt, wie fit ihr seid. Also das sind in dem Zusammenhang für mich ganz normale Aspekte, dass es etwas dauert, bis hier ein Neubeginn oder eben ein Kind auf die Welt kommt. Ihr habt im Haus des Kindes das Herz liegen, das kann auch eine neue Liebe sein. Natürlich zum Kind, logisch, kann aber auch mit einem Herzensprojekt zu tun haben, wenn es etwas ist, was euch am Herzen liegt. Nicht jeder von euch wird ein Kind bekommen oder eben Enkelkinder bekommen. Deswegen, es kann hier auch tatsächlich um ein Herzensprojekt gehen. Wir haben hier das Erschaffen, Investieren.
Investitionen und das Erschaffen liegt hier im Haus der Wolken. Das sind noch so ein paar Unklarheiten und die Wolken sind hier unten, was bedeutet, es hat hier mit dem Thema Finanzen zu tun. Und das sind so ein paar Belastungen, so ein paar Sachen, die noch abgeklärt werden dürfen. Ich nehme hier auch behördliche Dinge wahr, die noch geklärt werden dürfen. Da ist noch etwas, woran gearbeitet wird und was ein bisschen mit dem Anker im Fuchs ist, es so ein bisschen eine sehr langsame Energie. Beziehungsweise der Anker ist auch wieder so etwas, der was festhält und hier ist die Behörde. Also das ist eine sehr träge Energie, eine sehr langsame Energie. Ich habe gegenüber das Kreuz, hier in der Spiegelung liegt das Kreuz. Das Ganze, diese Stagnation, die gerade da ist, der Stillstand, der ist wohl gerade auch, also das Kreuz an sich steht schon für auch etwas Geführtes, für eine Lernaufgabe. Hier mit den Engelsflügeln nebendran ist es nochmal die Unterstreichung quasi. Das Ganze ist eine Lernaufgabe, wohl was die Geduld angeht, nehme ich jetzt intuitiv wahr. Der Fuchs läuft hier rein und sagt, vielleicht ist hier auch ein falscher Glauben, der noch ausgeräumt werden darf. Eventuell habt ihr hier, weil ja die Unklarheiten sich darauf spiegeln, noch etwas, wo ihr noch ein Wissen, wir hatten, ihr erinnert euch, ansonsten spult zurück an den Anfang, wo ich die Karten hier erkläre. Wir hatten das Buch drinnen und ich habe, sobald ich mich nicht täusche, auch von dem Wissen erzählt, was noch reinkommen darf. Und wir haben im Haus des Buches die Ringe liegen. Das heißt, es geht hier noch darum, sich Wissen anzueignen über Verträge oder über Regularien. Die Ringe sind auch, also stehen für Beziehung, Verträge, für Kreisläufe, für eine gewisse Routine stehen auch die Ringe. Und ich nehme hier wirklich wahr, dass es darum geht, zum einen vielleicht Verträge noch genauer zu prüfen oder gewisse Regularien einzuhalten. Und das ist hier also so, was ich hier wahrnehme, das ist so der Amtsschimmel, der so ein bisschen träge ist hier. Ihr habt aber, wie gesagt, hier das Thema Geduld. Letztendlich ist es das Thema Geduld, was hier gefordert wird, nehme ich hier wahr. Ihr habt hier den Erfolg im Haus der positiven Veränderungen. Die Sterne stehen hier für den Erfolg, für das Glück, für etwas, dass alles gut wird. Es wird auch alles gut, weil hier alles gut werden soll. Das liegt ja nebeneinander. Also nicht verzagen. Hier haben wir so dieses Zusammengekauerte. Also es wird alles gut. Es ist ein Thema der Geduld. Denn mit dem Klee hier dran sagt es auch die Umwege und Schwierigkeiten, da liegt der Fuchs drauf. Das ist, wie gesagt, hier nochmal, das ist das Gleiche, was ich schon gesagt habe, was ich vorhin auch wahrgenommen habe. Das ist ein Thema der Geduld. Hier sind so ein paar Sachen, also ganz plötzlich kommt hier eine Liebe rein, das ist das eine. Ganz plötzlich kann es hier Gespräche geben. Und diese Gespräche nehme ich jetzt in Verbindung mit der Karte vom Gericht, war das ganz plötzlich Diskussionen kommen, beziehungsweise andersrum im Haus der Vögel liegt die Sonne. Das heißt, ganz plötzlich geht dieser Stress, den ihr hier habt, in dem kommenden halben Jahr. Ich nehme es wirklich vor allem mit diesen Behörden hier unten wahr. Oder kann auch bei dem einen oder anderen sein, dass es sich hier um das Thema selbstständig machen handelt. Und da geht der Stress raus.
Hier kommen Entscheidungen, hier kommen Lösungen und Möglichkeiten und die kommen per Post, per E-Mail, also auf jeden Fall schriftlich. Hier im Übrigen eine klassische Bedeutung Turm und Fuchs ist das Finanzamt und da könnte es gut möglich sein, dass es hier auch einige Themen gibt, die eben einfach ein bisschen dauern. Ja? Die Unklarheiten liegen hier auf dem Thema Finanzen, habe ich vorhin schon gesagt, aber da dürfte sich auch ganz schnell etwas klären, weil wir hier noch die Sense haben. Kann sein, dass es hier ein bisschen mit Geldverlusten zu tun hat. Es spiegelt sich aber hier das Thema Investitionen, etwas investieren, etwas erschaffen. Und wenn ich etwas erschaffe, zum Beispiel diejenigen unter euch, die sich vielleicht tatsächlich selbstständig machen wollen, dann ist es das Thema, da muss ich meistens Geld in die Hand nehmen, weil sonst wird es nichts, ne? Und für die anderen, die hier jetzt vielleicht an gewissen Plänen arbeiten, da ist es ähnlich. Also es wird Geld in die Hand genommen werden dürfen, damit hier was entstehen kann. Wenn es das Thema Kinder ist, wie gesagt, Kinder, Projekte, Neubeginn, es wird, um hier eine Veränderung einzuleiten, Geld gebraucht. Und das wird hier investiert bzw. eingebracht. Wir haben hier nochmal die Vögel im Haus der Mäuse. Also sind auch sorgenvolle Gespräche, die hier stattfinden. Aber nochmal, die Sonne liegt hier. Die Sonne liegt im Haus der Vögel. Das heißt, es kommen freudige Nachrichten, es kommt Energie rein, es kommen energiereiche Gespräche, es kommen Gespräche im Sommer über gewisse Sorgen und Nöte, aber die Sonne sagt hier diese Unruhe, diese das sind so leichte Sorgen. Das ist auch vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen Aufgeregtheit. Es geht hier in den Verlust. Und die Mäuse habe ich hier nicht drinnen liegen. Die liegen ja da drinnen. Das heißt, dieses Thema der Aufregungen, des Stresses, die Vögel stehen auch für den Stress. Das geht raus. Also wir haben hier in der mittleren Reihe, die auch immer sehr wichtig ist, das ist so die Quintessenz aus der ganzen Legung, möchte ich mal sagen, ist, dass der Plan hier zögerlich vorangeht. Es braucht etwas. Vielleicht ist es auch das Thema, dass ihr etwas loslassen wollt, etwas verändern wollt, denn der Turm steht auch für Trennung. Das ist gut möglich, dass es für den einen oder anderen bei euch auch darum geht, sich von einer Arbeit, von etwas, was einen ganz lange festgehalten hat, zu trennen. Gut möglich. Und im Haus des Turmes liegt es gegenüber. Also für diejenigen, die hier eventuell eine Trennung von dem Gegenüber andenken, gut möglich. Andersrum gedeutet, kann auch das Gegenüber hier über eine Trennung in der Arbeit nachdenken. Eventuell will er hier eine neue Arbeitsstelle oder er will sich selbstständig machen. Auch das ist möglich. Und da gibt es die ganzen Themen, die hier liegen. Die nächste Thematik ist, wie gesagt, der Mann steht auch für das Aktuelle. Tiefe Handeln und wenn der Mann im Kartenbild liegt, dann geht es vor allem darum, dass im kommenden halben Jahr ganz viel Aktivität bei euch ansteht. Das ist ganz häufig auch ein Grund, warum sich manchmal die weibliche Personenkarte nicht mit reinlegt. Ist einfach ein Erfahrungswert. Zum großen Teil ein Erfahrungswert. Und wir haben hier Hilfe, Unterstützung. Und die Treue, die hier unten liegt. Die Hilfe und Unterstützung, jetzt schauen wir uns die Eckkarten an, kommt
aus der geistigen Welt. Das Ganze ist geführt, beschützt und geleitet. Und ihr wisst, was ich immer zu den Engelskarten, zu den Engelsflügen sage: Macht's euch nach eurem Glauben. Ja, ich will niemanden bekehren. Die Engelsflügel liegen hier im Haus der Überraschung, im Haus der Freude. Das heißt, etwas, was eine Belastung für euch dargestellt hat, wo ihr Geduld braucht, das endet jetzt auch und da kommt die Freude rein. Das wird vielleicht noch ein bisschen einen Zwiespalt in euch auslösen, beziehungsweise es kann auch sein, der Fuchs ist auch immer ein Geselle, da geht es darum, schlau zu sein. Und der Fuchs liegt hier im Haus des Kreuzes und hier läuft er rein. Und die Schlange redet von Umwegen, von Komplikationen. Entweder wird etwas künstlich verkompliziert im kommenden halben Jahr, was euch die Geduld abverlangt, oder aber es geht darum, bei Komplikationen und Schwierigkeiten schlau vorzugehen. Nicht betrügen. Auf keinen Fall. Aber einfach schlau vorzugehen, sich gut zu überlegen, wie ihr das am besten für alle Beteiligten macht. Am besten für alle Beteiligten. Also zum höchsten Wohle aller. Und gut möglich, dass ihr da ein bisschen nachdenken müsst. Aber die Erkenntnisse kommen. Wir haben hier ja die positiven Veränderungen. Auch hier, was die Ruten angeht. Also die Ruten stehen ja auch für den Konflikt. Und hier guckt mal, da liegt der Berg nebendran. Das heißt, es sind herausfordernde Gespräche, ein Konflikt mit Herausforderungen im Leben. Das Ganze sagt mir hier auch zum einen, dass es das Thema ist, etwas loszulassen, wenn hier für euch ein Neubeginn ansteht, wenn es das Thema Neubeginn ist. Dann kann das eine große Herausforderung sein, hier etwas loszulassen, was extrem viel Geduld erfordert, beziehungsweise auch viele Gespräche erfordert. Und die Karte mit dem Schiff sagt mir hier auch, dass die Distanz und der Neubeginn Geduld braucht, das redet auch miteinander, aber dass hier auf jeden Fall der Erfolg reinkommt und die Lösungen und die Alternativen und die Möglichkeiten, die kommen und die kommen auf euch zu in diesem Fall, weil das Schiff geht immer hin und her und wie gesagt, ihr und wenn ich jetzt sage, auf euch zukommen, dann fällt mir hier wieder diese Karte ein mit diesem Ass, was euch gereicht wird. Also es kommen Chancen und Möglichkeiten. Hilfe und Unterstützung, es gilt nur in Anführungsstrichen, diese zu erkennen, meine Lieben. Welche Hilfe und Unterstützung und welche Chancen sich euch bieten. Und da gilt es eben genau hinzuschauen. Und eurer Intuition auch zu vertrauen im kommenden halben Jahr, damit ihr diese Chancen nicht verpasst. Weil diese Chancen, die da reinkommen, ermöglichen euch, dass ihr jetzt etwas beenden könnt. Und dieses Ende kann ein Konflikt sein, kann ein Streit sein, kann etwas sein, was eben diese Geduld erfordert. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten für euch. Weil ihr ja jeder ein bisschen in anderen Schuhen steckt. So, wir schauen mal. Hier habe ich noch das Thema nochmal einer Schlange und da wendet sich das Gegenüber ab. Das kann gut möglich sein, dass hier eben eine Person weiblicher Natur schon mit ihm zu tun hat. Und deswegen hier vielleicht ein Rückzug oder eine Trennung angedacht ist. Eventuell befindet sich euer Gegenüber gerade auch in einem Rückzug. Das ist auch gut möglich, dass das schon aktuell gerade der Fall ist, denn wie gesagt, er liegt im Haus
des Turmes. Des Weiteren hat er hier die Nachrichten und Botschaften in Gedanken und eine Veränderung, eine erfolgreiche Veränderung und hier auch die Harmonie und die Veränderung in einer Familie und hier die Nachrichten etwas öffentlich machen. Hat er hier in Gedanken. Er will hier etwas öffentlich machen, er will hier kommunizieren und wird auch ganz plötzlich kommunizieren. Das kommt dann auch sehr schnell rein. Wie gesagt, es muss nicht bei jedem um das Thema einer anderen Frau gehen. Es kann auch sein, dass hier über Umwege Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Und da kommen Lösungen rein, das ist auch gut möglich. Oder Botschaften, die ganz plötzlich reinkommen und eine neue Bewegung reinbringt. Eine positive Veränderung sozusagen, die hier den Erfolg bringt mit einer Sache, die eben ihm am Herzen liegt. Und er hat sich hier sehr an die Außenseite gelegt. Das heißt, ich kann gerade nicht schauen, wo er hinschaut. Er schaut aber tendenziell in die Vergangenheit. Und wir schauen uns hier mal an, Umwege, Schwierigkeiten im Leben, die Geduld brauchen. Ein bisschen Stress, ein bisschen Aufregung geht aber jetzt in den Verlust. Sagt die Karte hier auch, alles was jetzt gestresst hat, wird jetzt beendet und hier kommen Verträge oder eine Verbindung, eine Partnerschaft, die hier im Unklaren, im Unwissen liegt, muss aber nicht sein, dass wie gesagt, es können auch Verträge sein, wenn es hier zum Beispiel um eine selbstständige Arbeit geht, je nachdem, wo es bei euch reinpasst. Und da kommen alternativen Lösungen und Möglichkeiten. Das ist ja schon mal eine sehr schöne Aussage, würde ich sagen. Ebenso nehme ich hier auch wahr, dass sich eben diese Unklarheiten, diese Schwierigkeiten jetzt auch zum einen zeigen werden. Die kommen jetzt ans Tageslicht. Sagt auch wieder die Sonne und dann kommt eine positive Veränderung. Durch dem, dass es jetzt aufgedeckt wird, an die Öffentlichkeit kommt, ans Tageslicht kommt, kommt jetzt definitiv eine Veränderung. Der Bär steht hier, der liegt auf eurem Hausplatz. Das heißt, ihr habt Hilfe und Unterstützung bei Herausforderungen, bei Themen, die mit gewissen Konflikten zu tun haben, die euch hier eventuell, das ist so dieses Thema, diese Herausforderung, die euch auch ein bisschen Mut abverlangen, eventuell ist die Durchsetzungskraft, die zwei nehme ich ja auch wahr, dass es so eine gewisse Durchsetzungskraft von euch vielleicht auch braucht, um hier jetzt, also die Durchsetzungskraft kann damit zu tun haben, dass ihr Schwierigkeiten in eurem Leben meistert und die Karte nehme ich noch mehr aber für den Mut wahr. Dass es jetzt ein bisschen Mut von euch braucht im kommenden halben Jahr. Zum einen Geduld zu haben. Geduld ist etwas, das braucht sehr viel Mut. Und etwas abzuwarten bzw. auf sich zukommen zu lassen. Das braucht auch viel Mut. Und dann eben nicht aus der Haus zu fahren. Braucht ebenfalls viel Mut. So, meine Lieben, und ich möchte mir jetzt doch ganz gerne eure halbe Jahreslegung mal anschauen, noch mit den Karten und gewisse Themen hier klären.
Die Umwege und Schwierigkeiten, die hier in der Öffentlichkeit liegen, da verändert sich aber auch etwas positiv, weil die Störche dran sind. Da kommen Einige-Karten. Uiuiui. Einige-Karten. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Umwege und Schwierigkeiten. Da kommt die männliche Hauptperson, Fragesteller, Partner. Den betrifft dieses Thema. Also entweder, wie gesagt, ist es eine Frau, eine Rivalin, oder es sind Umwege und Schwierigkeiten, die jetzt aus der Öffentlichkeit herauskommen. Und es geht um eine plötzliche Veränderung. Wir haben ja den Storch hier schon dran. Wir haben mit dem Reiter eine Energie, eine sehr schnelle Energie nebendran liegen. Und hier sagt die Karte ebenfalls, es kommt eine plötzliche Veränderung. Ein Abschied oder kann auch was anderes sein, aber es kommt definitiv eine plötzliche Veränderung. Hier kommt noch eine Tochter. Kann auch gut sein, dass diese Frau eine Tochter, eine Schwester, eine jünger wirkende Freundin ist oder eine Schwiegertochter oder eine andere weibliche Person, die eben der männlichen Hauptperson auch nahe steht. Gut möglich, ja. Und wir haben hier die Nachrichten schriftlich, mündlich, die hier auch schon liegen. Und dann kommt die Gerechtigkeit. Verhandlungen, Gericht, Ausgleich. Und wir haben ja hier auch das Gericht. Und mit dem Gericht habe ich ja vorhin gesagt, kann sein, dass ein Anruf reinkommt, der hier mit der Thematik zu tun hat, dass sich hier etwas ganz plötzlich verändert. Und meine Lieben, es muss nicht immer etwas Schlimmes sein. Ich sage es auch noch dazu, denn wir haben zwar hier den Berg, aber der Berg, das kann wie gesagt auch einfach etwas sein, was eine gewisse Zeit lang dauert. Denn wir haben hier auch die Sonne dran liegen. So. Und jetzt möchte ich bitte für den Berg eine Karte. Kommt einer, der Neubeginn. Schaut euch das an, da liegt der Neubeginn. Etwas erblüht, neue Wege zeigen sich. Und der Neubeginn ist etwas, wo ich hier auch schon wahrgenommen habe. Da will was Neues kommen. Ihr seid auf dem Weg in etwas Neues. Gemäß eurer Intuition, ihr habt hier den Mut oder braucht vielleicht noch etwas Mut, um etwas durchzusetzen. Und das ist genau dieser Berg, den ich ja auch als solches wahrgenommen habe. Oder wie gesagt, bei manchen von euch kann es auch das Thema Zeit sein. Bei manchen aber auch das Thema Mut. Definitiv kommt hier der Neubeginn rein und der Neubeginn, der will sich hier auch verwurzeln. Der wird hier auch erfolgreich und es wird ein erfolgreicher Neubeginn. Definitiv. So, jetzt hätte ich gerne bitte noch eine Karte für die Sense und für diejenigen unter euch, die sich nach der Zeit gerade gefragt haben, in Kürze. Habe ich hier liegen. Bitte eine Karte für den Fuchs hier oben. Und da kommen gleich drei rausgepurzelt. Nee, ich habe geschummelt, es sind vier.
Da kommt der Sommer, Wärme, Sinnlichkeit und Frohsinn. Da habt ihr so ein bisschen einen Zwiespalt mit euch oder einen Irrglauben oder etwas, was für euch sich falsch anfühlt. Gewisse Komplikationen und Schwierigkeiten, die für euch sich falsch anfühlen im Sommer, sind diese Herausforderung, die aber göttlich geführt und gelenkt ist, möchte ich mal sagen, und etwas Wertvolles darstellt, weil ihr daraus was lernt und hat mit einem wohlwollenden Mann zu tun, Freund, Anwalt, Arzt, Förderer, Vater, Schwiegervater, kann aber auch jeder andere männliche Person sein, die euch nahesteht und euch wohlwollend gegenübersteht. Und hier kommt die Geburt. Neugeboren werden, Schwangerschaft, Familienzuwachs. Das kann auch, wie gesagt, das Thema Familienzuwachs sein, kann auch das Thema Neubeginn, Arbeit, Selbstständigkeit oder auf Familienebene sein. Und definitiv, genau wie ich es hier auch gesagt habe, liegt hier die universelle Hilfe, Engelschutz und Nachrichten, die euch hier eben erreichen wollen. Und das Ganze mit Sicherheit. Darauf könnt ihr euch verlassen, dass jetzt alles in die richtige Reihe kommt. Ich hätte ganz gerne noch eine Karte, was hier die Sense darstellt für dich. Beziehungsweise, was es dazu noch zu sagen gibt. Und wir haben hier eine Trauer, seelischer Schmerz, Abschied. Die Sense steht auch für Schmerz. Eventuell passiert etwas in dem kommenden halben Jahr, wo ihr erschrocken seid, wo ihr erst mal so eine bestimmte Trauer empfindet, eine, ja, einen Abschied, Trauer, seelischer Schmerz. Das Ganze ist im Haus des Herzens. Kann gut möglich sein, dass es hier da eine Thematik gibt, die euch erstmal traurig macht. Das nächste Karte ist hier offizielles Amt, Bank, Versicherung. Eventuell wird hier ein Kredit nicht bewilligt. Das ist gut möglich. Oder eben aufgrund der gestiegenen Zinsen jetzt, dass es nicht funktioniert. Das ist auch gut möglich. Kann aber auch alles andere sein, ja? Dass es hier eben erstmal ein paar Schwierigkeiten, Komplikationen gibt, in etwas zu investieren und zu erschaffen. Und hier kommt, das ist im Übrigen hier das Thema der Unklarheiten, kommt wieder das Thema Wissen erlangen rein. Es geht darum, dass diese Schwierigkeiten da sind, weil ihr noch irgendetwas lernen sollt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was uns hier oben ja auch schon gezeigt wurde. Und die Karte hier unten sagt mir auch, ihr werdet es lernen und ihr werdet dann auch wissen, wie es zu gehen hat oder welche Möglichkeiten, welche anderen Möglichkeiten ihr habt. Und es ist auch das Thema hier, schlau sein, umsichtig sein, klug sein. Und wenn man sich Wissen aneignet, wird man schlau und wird man klug. Das ist nun mal so. Und dann kommt das Glück. Mein lieber Wassermann, einwandfrei. Hier ist das Glück. Also du wirst dann rausfinden. Hier ist ja die Hilfe und Unterstützung göttlich geführt. Da kommt jemand, eine Person, eine Situation. Wenn du dich hier auf deine Intuition verlässt, und da ist so ein bisschen, das hier ist so diese Lernaufgabe, die ich hier oben sehe, dass ihr euch auf eure Intuition verlasst. Das ist hier das Thema, worum es geht. Die Intuition, die hier angenommen werden darf. Also das eigene Gefühl. Hört auf euer Gefühl und drückt es nicht weg. Okay, ganz wichtig, meine lieben Wassermänner, gerade für euch,
Es ist für uns alle wichtig, aber gerade für euch jetzt im kommenden halben Jahr, hört auf euer Gefühl und dann kommt ihr ein ganzes Stück weiter, weil euch hier eben Chancen gereicht werden, die euch Glück bringen wollen und sollen, ja, damit hier dieser Kummer endlich endet, okay? So, jetzt kommen wir zu den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen und die sagen hier mit dem Strom. Mit dem Strom ist eine Karte, wo es darum geht, gelassen zu bleiben, mit den Dingen mitzugehen, in dem Fluss zu kommen und in dem Fluss zu bleiben. Und die nächste Karte ist die schönste Karte bei den Weisheitskarten. Milch und Honig zeigt Fülle auf allen Ebenen an. Ja, wirklich auf allen Ebenen. Das ist das Paradies auf Erden, was hier euch in greifbarer Nähe gereicht werden wollen will. Nee, das sagt man so nicht. Aber da soll es hingehen, okay? Und die Krux hier, die Lernaufgabe ist, hört auf euer Gefühl, hört auf euren Bauch, wenn ihr bei Entscheidungen hier merkt, das fühlt sich komisch an, dann lasst die Finger davon. Oder besorgt euch noch ein Wissen. Macht euch schlau. Informiert euch. Das ist im Übrigen bei mir auch die Karte der Information. Viele, viele Informationen fehlen, dass man hier zu dem Weg kommt, wo man nur noch zwei Möglichkeiten hat, entweder so oder so. Und da braucht es Informationen, da braucht es einfach noch dieses Wissen. Ja, und wir schauen jetzt auch noch, genau, an die Unterseite. Da liegen die Windungen. Das sind so ein paar Themen, die hier eben noch für Umwege sorgen. Und hier kommt aber die innere Wahrheit. Das schaut euch die Karten an. Es ist grandios. Es ist im Prinzip das Gleiche, was hier auch schon rausgekommen ist, dass so ein paar Hindernisse, noch ein paar Windungen, Umwege, Schwierigkeiten da sind. Und ihr steuert aber hier drauf zu, meine lieben Wassermänner, ja? Denn ich bin mir ganz sicher, wenn die Engelsflügel hier auf im Haus der Blume, dann ist es geführt und es wird auch erfolgreich, sagt mir die Karte hier. Das wird definitiv erfolgreich. Ihr werdet geleitet und geführt, dass es in die richtige Richtung geht. Na? Okay. Meine lieben Wassermänner, wenn ihr damit in Resonanz geht, natürlich, ihr wisst, bei den großen Legungen, bei den Halbjahreslegungen, spreche ich immer davon, schaut euch zwischendrin die Legung nochmal an. Es ist ein halbes Jahr, was diese Legung überbrückt. Da können für den einen von euch, sage ich auch immer wieder, kann nur eine Situation zutreffen. Für andere von euch können tatsächlich alle Situationen zutreffen in veränderter Form. Denkt dran, es ist ein halbes Jahr, es ist eine ganz schöne Zeit, ein halbes Jahr. Ne? Und da können diese Situationen in bestimmten veränderten Themen immer wieder auch vorkommen. Auch das ist möglich. Deswegen schaut gerne zwischendrin auch nochmal rein und gerade so im Rückspiegel erkennt man viele Sachen, wo etwas vielleicht dann auch noch korrigiert werden kann. Gut möglich, dass es der Fall ist. Ich bin jetzt selber überrascht, dass das aus meinem Mund rausgekommen ist. Aber wenn es rauskommt, dann hat es auch einen Sinn. Und
Ich lasse ja in diese Legungen auch viel Intuition einfließen. Das heißt, wenn ich sowas sage, hat es auch einen Grund. Ja? Meine Lieben, ich freue mich unglaublich und bedanke mich für jeden Daumen nach oben, für jedes Abo, für das Dabeisein, fürs Zuschauen und wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles Liebe und eine schöne Zeit für das kommende halbe Jahr. Tschüss!